Ich durfte aussuchen. Habe ich das mal erzählt? Ich durfte mir den Spartan aussuchen. Sie kennen mich. Ich habe mich informiert. Ich sah, wie Sie der Soldat wurden, der Sie sein mussten. Wie die anderen waren auch Sie stark, schnell und mutig. Der geborene Anführer. Aber Sie hatten etwas, das den anderen fehlte. Etwas, das außer mir niemand sah. Wissen Sie was? Glück. Lag ich falsch? Das ist nicht gut. Verdammt. Wie tief ist er gefallen? Locker 2 Kilometer. Augen auf. Sanitäter. Seine Panzerung ist versteift. Die Gelschicht könnte den Aufprall gedämpft haben. Ich weiß nicht, Sergeant Major. Ruft einen Vitol, der ihn hochkriegt. Wir lassen ihn nicht hier. Ja, tun Sie nicht. Ach, irre Idiot. Warum springen Sie immer? Eines Tages werden Sie auf etwas landen, das genauso wenig nachgibt wie Sie. Ich sammle dann nicht alles auf. Wo ist sie, Chief? Wo ist Cortana? Keine Versprechungen, bitte. Wenn Sie sie nicht halten können. Sie blieb zurück. Corporal, beeilen Sie sich. Entschuldigung. Ihre Rüstung ist immer noch teilweise deaktiviert. Sehen Sie nach hier oben, Sir. Hallo und herzlich willkommen bei Virtual Studios und einer Runde Halo 3 von der Halo The Master Chief Collector's Edition. Wir starten direkt im Spiel, indem wir hier unsere Rüstung kalibrieren. Das kennt ihr aus den anderen Teilen vielleicht oder selber von 3. Und 3 ist ja eins meiner Lieblingsteile gewesen. Alles in Ordnung, Sergeant Major. Weg mit den Stützrädern, Corporal. Er ist jetzt bereit. Dann kann es jetzt ja wohl losgehen. Chief, halt! Der Gebieter gehört zu uns. Na los jetzt. Wir haben schon genug Sorgen, ohne dass Sie beide sich umbringen wollen. Wenn es so leicht wäre. Wir müssen los. Die Brutes haben die Fährte. Dann mögen Sie den Geruch von Grün. Squad 1, ihr seid die Speer. Raus jetzt. So leise wie möglich. So, und da sind wir endlich mitten im Spiel. Wir sprinten einfach mal direkt los. Was haben wir denn an Waffen dabei? Ja, die ist jetzt nicht so prickelnd. Kann mir irgendeiner was Besseres geben? Entschuldigung. Ja, seid nicht so langsam jetzt, bis hier wieder ein richtiger Typ am Werk. Ah ne, da vorne sind ja auch noch welche. Hier ist Johnson. Wir haben ihn. Zurück zum Evakuierungspunkt. Over. Roger. Stacker, Ende. Wir sind ja auch schon auf dem Weg. Oh, da hören wir sie auch schon. Mal schauen, wie schnell wir hier auch den Gegnern begegnen. Also ich weiß es ja, um genau zu sein, nämlich da vorne haben wir sie gleich. Ah, ist das eigentlich du da? Sergeant Major, Phantom im Anflug. Schnelles Schiff vom Gegner. Na komm, ich will mal hier hoch.
Da kommen sie. Einzelner Brut, samt Verstärkung. So, der ist gut wie down. Oh, hier mal ein bisschen schneller hier alles. Einer weniger. Guck mal, so schnell kann es gehen. Ja, die sind immer noch besser als das, was wir vorher hatten. Gucken wir mal hier hoch. Auch nicht so das Wahre dabei. Aber hier irgendwo, jetzt kommt glaube ich, ja genau, jetzt kommt, oh, das kommt ratzfatz an. Ich mache mal hier kurz ein bisschen den Rückzieher. Komm, verschwinde. Jetzt können wir nämlich hier runter und direkt die Leute platt machen. Da ist die Munition schon alle. Wie ärgerlich ist das denn? So, hier, ganz schnell. Ohne groß Taram. Machen wir die... Wo lebt denn hier noch einer? Wo nämlich vor... Ach, da hinten hat er sich versteckt gehabt. Komm, ich will hier gar nicht lange warten. Hast du noch eine Waffe? Dann können wir jetzt hier nämlich weitergehen. Zack. Das hoffe ich doch nicht. Wir wollen doch jetzt hier einfach schnell durch. Oh. Da ist die Munition auch schon alle. Mist. Okay. Aber komm, macht ja wirklich keinen großen Unterschied, ob wir den in einzelnen Platz machen oder einfach hier mal schnell durchsprinten. Noch ist es easy going. Deswegen können wir hier auch ein bisschen Vollgas geben, würde ich sagen. Wir springen mal darüber. Komme ich nicht hin. Na, einen am anderen. Komm. So. Einfach durchsprinten, würde ich sagen. Geht eh am geilsten. Wer? Ich oder die? So, das haben wir. Dann geht's jetzt hier nämlich weiter. Die will ich noch dazu haben. So, hier mal schnell nachladen. Und dann kann es auch schon wieder in den nächsten Abschnitt gehen. Sie haben sie gefunden, zum Evakuierungsbau. Ja, die können uns doch gar nichts. Schnell mal neu entladen und ab hier durch den Gang. Wir müssen ja dann da hoch. Sind festgenagelt. Meine Männer sind tot. Ach, heul nicht rum. Ich bin aus dem Weltall gestürzt. Das sind echte Männer. So, gut. Ja, ich bin ja schon auf dem Weg. Mach mal nicht so eine Hektik hier. Können wir auch mal aufladen. Könnten Sie mich opfern, um Ihre Mission abzuschließen? Könnten Sie mich sterben sehen? Ich möchte es natürlich nicht. Deswegen werden wir alles tun, um sie wieder rauszuholen.
So, Checkpoint Charlie haben wir auch schon erreicht. Meine Güte, geht das flink. Ja, ja, genau so eine schöne Waffe brauche ich. Wem? Einschieß. Schnell und niedrig. Abbrechen. Sofort. So, gab's hier nicht auch mal größere? Oh mein Gott, was geht da ab? Schnappt ihr euch. Negativ. Wir spielen auf. Okay, das heißt für uns einfach mal hier runter. Und schnell da hoch. Guck mal da, Granate. War das alles? Nicht von mir. Ich wünschte, ich könnte glauben, dass alles so einfach ist. Na komm. Manchmal ist es zu einfach. Ja, die stehen da hinten und hier, ne, von wegen einfach. Das würde ich auch sagen. Oh je, da kommen sie. Da kommt die Verstärkung. Okay, ich gehe mal hier lieber in Deckung. So, den haben wir, glaube ich, erwischt gehabt. Da geht die Muni gleich zur Neige hier. Ist ja gar nicht. Macht Meldung, wenn ihr was seht. Ich sehe was. Halten Sie aus. Na, haben wir hier nicht nur ein bisschen Munition rumliegen? Die können ja hier nicht nur mit dem bisschen ausgestattet sein. Ah, jawohl, geht doch. Ja. So war es nicht geplant. Ja, jawohl. Jawohl, und das heißt für uns, wir können jetzt endlich auch mal hier hochgehen. Den Weg uns mal freikämpfen. So, hier. Schnauze! Hier müssten doch, glaube ich, noch mehr stehen, genau. Wir nehmen mal hier den kleinen Geheimweg. Wo? Die Banshees kommen wieder. Beeilung, zurück in den Dschungel. Sind unterwegs, aber hier muss man aufpassen, hier gibt es Scharfschützen, soweit ich mich recht erinnere. Ist das einer oder nicht? Der Punkt ist auf jeden Fall weg. Dann können wir jetzt hier nämlich weiter durch. Schnell aufladen. Schakale, auf dem Grat. Unten bleiben. Die scheinen Karabiner zu haben. Da kriegen wir den von hier. Boah, was ein Schuss. Ein Meisterschuss, würde ich ja fast vermuten. Da wollen wir jetzt hier von hinten auf. Kommen wir da hoch? Da ist nichts. Ja, wenn der so weit vorspringt, da komme ich auch nicht hinterher. Okay. Der hat schon mal alles platt gemacht. Halt, bleibt stehen! Wenn ihr Frühstück wollt, müsst ihr es fangen! Hier ist er! Wartet da, ich komme! Komm, wir helfen mal hier erstmal unseren Leuten.
Aber hier, so geht's nicht. Komm ich da rüber gehüpft? Nein, okay. Gott sei Dank kriegen wir hier keinen Fallschaden in diesem Spiel. Wir können direkt hier so durchbrettern. Hier sind noch mehr. Okay, den schaffe ich jetzt mal zuerst bewahren. Okay, der ist auch schon weg. Guck mal hier, wir brettern hier durch wie nichts. Ich bin ein bisschen begeistert. So, hier kommen gleich die nächsten, wenn ich mich nicht... Oh. Okay, ich brauche Munition. Hier muss doch was rumliegen, wir haben hier so viel platt gemacht. Komm schon, Mann. Hey, vorsichtig. Nehmen wir dich mal mit. Bereit, das anzugehen? Ja, immer. Ihr geht rein und sucht ihn. So geht das. Müssen wir erstmal mit umgehen können hier. Zu einer Waffe. Komm, einfach hier rein. Der Sergeant Major ist hier lang, Chief. Durch die Höhle. So, da vorne geht's weiter. Ich würde aber sagen, wir machen hier eine kleine Pause. Ich hoffe, euch hat's bis hierher gefallen. Wenn ja, schreibt mir in die Kommentare, liked es, kommentiert es, wie gesagt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.